Adrian Winters kommt zum Duell gegen den FC St. Gallen, das erste Auswärtsspiel in dieser Rückrunde. Wie ist die Gefühlslage beim FC Luzern? Ja, wir sind natürlich, ich denke, wir sind parat. Wir haben gut trainiert unter der Woche, hart trainiert, viel trainiert. Und wir werden natürlich alles daran setzen, dass wir die zwei verlorenen Punkte, die wir da gegen IB nicht können holen, dort nachholen. St. Gallen ist nicht so optimal in die Rückrunde gestartet. Der FC Luzern hat eine starke Leistung gesagt gegen Berner Young Boys. Also man kann mit grösstem Optimismus Richtung Ostschweiz fahren am Sonntag. Ja klar, jedes Spiel fängt bei 0-0 an. Es ist wieder ein neues Spiel. Wir müssen natürlich schauen, dass wir die Leistung, die wir am Samstag abgerufen haben, wieder bestätigen können. Und auf den Gegner müssen wir nicht schauen. Wir müssen für uns schauen. Wenn wir das abrufen können, sind wir alle sehr zuversichtlich. Du selber, einer der fleissigsten, der auffälligsten Spieler gegen IB auf dem Platz. Man hätte in den Medien können lesen, es ist wie eine Chance für dich. Es hat Raschin gemacht, dass sie du genützt hast. Ja, ich denke mal, die ganze Mannschaft hat wirklich sehr gute Mannschaftsleistung gezeigt. Es sind alle füreinander gegangen und alle am gleichen Strick gezogen. Und das soll jetzt die nächsten 17 Spiele so weitergehen, dass wir unser Ziel schaffen können.